Ich habe jetzt gerade tatsächlich mein Handy geholt, weil ich gucken wollte, was da war. Aber es war nur irgendwas Unwichtiges auf Facebook. So, dann schreibst du erstmal eine Runde. Was willst du hier machen? Mit Dominik plaudern. Jetzt willst du es nicht mehr machen, na gut. Hat ein Kapitel eingereicht, das ist doch gut. Er isst was. Dir geht's nicht so toll, ne? Hätten noch Stunde. Na gut. Okay, er schreibt aber mit einem ziemlichen Tempo, obwohl er trotz dessen, dass er Perfektionist ist. Weil die sollen ja mal etwas länger brauchen. Aber jetzt spielst du erstmal Schach. Gut, reicht. Und dann kannst du weiterschreiben. Ihr geht arbeiten. Mach mal hart arbeiten. Und du solltest dich mit der Besetzung. Es ist immer hilfreich, die Leute zu kennen, mit denen man zusammenarbeitet. An Franz hast du es. Ja, komm, machen wir mal das. So. Und dann hauen wir wieder auf die Speed-Taste. Gucken dir mal ein wenig beim Schreiben zu. Er hat echt schon so viel fertig geschrieben. Respekt. Vor allem, warum wurde ich nicht befördert? Okay, er will schlafen. Dann lass mir das mal selbst machen. Erstmal hier, dass er sich ein bisschen versorgt. Und dann Beruf, Beruf, Beruf. Finanzen für. Ach, das muss ich noch dazu verdienen. Na gut. Und was ist das? Lernen. Nein. Du hast keine Wünsche und du auch nicht. Es zieht sich gerade so ein bisschen. Oh. Bleibe länger und beseitige das Chaos. Jojo. Er sollte befördert werden, wenn er nach Hause kommt. Die Mühen von Tobias und seine Arbeit zahlen sich endlich aus. Er erhält eine Gehaltserhöhung von 7 Simoleons die Stunde. Das geht ja. Okay, du bist gestresst, dann macht man genau normalen Betrieb. Deine Laune reicht ja noch für die Beförderung. Daniel hat eine Einladung auf die Party von Dominik Blech. Jo, ich komme. Zack, René wurde. Was? Nein. Ja, dann bleiben, glaube ich, erstmal hier. Du wirst jetzt 10 Tage weg verbracht. Du wirst wurde befördert. Er wird sich mal an den stolzen Tag erinnern. Jojo. Oh Gott, was muss er jetzt machen? Es ist allgemein förderlich, dass ich mit dem Chef verstehe, athletisch sein. Na gut, Athletik, dann kannst du halt zu Hause bis Gewichte stemmen. Selbst anspornen. Ist mir egal. Und du musst mit Mitgliedern der Besatzung immer noch abhängen. Du sollst mit Mitgliedern der Besatzung abhängen. Du musst dich zuerst mit jemandem treffen, mit Mitgliedern der Besatzung treffen. Auch das hätte ich doch mal früher wissen müssen. Verdammt. Ja, mach mal das, dann sollte es dir noch besser gehen. Eher nicht, aber. Du bist fast wach. Party besuchen. Jo. Wann stehst du auf? In 18:30. Du bist von oben bis unten mit einer Schicht von Schlagsahne. Bedeckt, aber dank deiner Hilfe steht nun die Kulisse für die nächste Szene. Der Boss war für deine Bereitschaft auszuhelfen sehr erfreut. Oh Gott, ey, wie sich das an. Na gut. Wir werden jetzt Tage weg vollbracht. Sollte er nicht irgendwas tun? Nee. Na gut. In eine Lounge gehen? Nein. Nein. Wollte die Kochs ja nur gucken. Basteln. Tobias hat Athletics Level 6 erreicht. Und ich stehe jetzt gleich auf. Das letzte, was ich dann tue, ist duschen. Es wird gleich laut. Bis Cut. Eins von den beiden. Ich werde schon wieder leise. So. Ich beschleunige mal. Oh, was ging da jetzt ab? Ich erahne einen Staubsauger.
teilnehmen. Moment, du gehst aber erst duschen. Erst gehst du duschen. Dann benutzt du das. Und dann kannst du da hingehen. Bin mal gespannt, wer alles da ist. Kannst du da fertig? Sollen wir noch mal duschen? Und du bastelst daran rum noch. Danach kannst du einschalten. Oh, jetzt geschafft. Zack. Dann Fernsehen gucken. Geh mal gucken. So. Kann ich jetzt umschalten? Umschalten auf. Ran an den Herd. Danke. Ja, guck das mal. Das muss ich jetzt nicht verstehen, oder? Warum stehst du hier in... Gehst du irgendwie mal rein? Ja, ne? Atreon. Geh nach Hause. Das ist es nicht wert. Er hat sich gegrüßt und jetzt kannst du auch vergessen. Reste essen. Das hier. Schreiben. Da. Und danach kannst du dir auch mal was an. Ach, egal. Du bist müde oder so? Meister. Geh duschen. Gut, geht's nicht so. Großartige Party. Ach. Dann fangen wir an. Aber hat wieder ein Kapitel eingereicht. Gut, das wird jetzt gerade schon wieder pass. Ein Tönig. Fällen wir mal so auf. Aber ich kann gerade nichts machen. Wir haben Herbst, wir haben Winter. Wir haben Winter. Okay, ist fertig. Erhält 6 Tantiem auf 65 Simoleons. Die Zahlungen erfolgen jeweils sonntags. Gut. Ach, ich krieg die gar nicht ewig. Ich dachte immer, ich krieg die ewig. Okay. Schade. Schreiben. Schundroman. Nein, nicht Drama. Ich schreibe jetzt einen Schundroman. Einen Schundroman beginnen. Scharf. Ah, dieses Curry. Hm. 5 Romane. Okay, ein Sachbuch schreibt, zählt anscheinend nicht dazu. Das dreckige C++. Ist das der nicht? So, das schreibst du jetzt in einer noch durch. Kurze Unterbrechung. Ja. Gitarrenunterricht, ja, und perfekt, weil die Forschung. Komm mal her! No. Komm hier kuscheln, komm! So, haben wir da Platz? Bleibst du schon bei deiner Mama, komm gleich wieder, ne? So, mein Hund ist jetzt bei mir. Ich hoffe allerdings, dass ich jetzt nicht nochmal unterbrochen werde. Ich sehe es allerdings schon fast kommen. Wenn ich ehrlich bin. Und es ist irgendwie sehr langsam.
Das will ich jetzt noch durchgeschrieben haben. Ja, das kriegt er hin auf jeden Fall. Wo er jetzt schon sehr gestresst ist. Hm. Dann macht man danach Videospiele spielen, wenn du zu gestresst bist. Öffnen. Was ist verdorben? Schlecht, schlecht, schlecht. Sehr gut. Und da ist der Hund aufgestanden. Es war doch so klar. Komm mal her. Na gut, dann lassen wir ihn in Ruhe. Ich stehe vor der Tür und will raus. Du darfst keine Kellerkneipe besuchen. Und dann lass das wegräumen. Na gut, ich würde fast sagen, wir hören jetzt gleich erstmal auf. Weil ich das Gefühl habe, er wird mich gleich richtig Terror machen. Jetzt, ihr müsst euch das vorstellen, da sitzt so ein kleiner Dackelmischling, das ist kein richtiger Dackel, vor einer riesigen Holztür und guckt sie einfach mit großen Augen an. Das sieht sehr lustig aus. Und da kommt er wieder. Ich denke, ihr hört das sogar, diesen Tritte. Aber na gut, da muss ich jetzt mit leben. Der ist sonst einfach zu traurig, wenn er alleine sein muss. Jetzt guckt er vor die geschlossenen Jalousien. Warum auch nicht? Wie müde bist du noch? Schon? Na gut, das geht wohl. Benutz die mal danach und dann gehst du schlafen. Dann kannst du gleich weiterschreiben. Du musst nichts Großartiges tun und du auch nicht. Arbeiten? Musst du arbeiten? Nein, ihr müsst nicht arbeiten. Dann kannst du hier mal rübergehen. Er hat gerade erst aufgestanden. Geh doch noch mal rüber gucken. Abenteuer und ja. Ein Reh. Psst. Ein Reh. Ein Hirsch, okay. Wie dämlich das einfach ist. Ein Hirsch. Hüpft einfach mal so über die Straße. Steht immer noch vor dem Fenster und guckt raus. Ich finde das knuffig. Na gut, ich beschleunige mal und guck mal hier rüber. Ah, ist endlich mal zu Hause. Oder? Jetzt steht er. Okay, ich konzentriere mich gerade extrem auf den Hund und jetzt kratzt er an der Tür. Von daher würde ich sagen, beende ich jetzt hiermit erstmal die Aufnahme. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dann.